Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Mazedonien haben die Vorbereitungen für den geplanten NATO-Einsatz begonnen. Ein Vorauskommando erkundet die Einhaltung der Waffenruhe und baut ein Hauptquartier auf. Abgesehen von kleineren Zwischenfällen blieb es heute im Krisengebiet ruhig. Der NATO-Rat will in der kommenden Woche über die Stationierung der 3.500 Mann starken Gesamttruppe entscheiden. Sie soll die Waffen der albanischen Rebellen einsammeln. Voraussetzung ist ein stabiler Waffenstillstand. Stopp, Militärpolizei. Das Gebiet rund um Tetovo fest in der Hand der UÇK. Diese Rebellen sollen in den kommenden Tagen freiwillig ihre Waffen abgeben. Wie viele? Wer vermag das zu sagen? 2.000 behauptet die UÇK. 8.000 erwartet die mazedonische Regierung. Und die NATO vermeidet es, über genaue Zahlen zu sprechen. Die Albaner begrüßen den NATO-Einsatz. Die NATO wird uns vor Übergriffen der mazedonischen Polizei schützen, hoffen sie, auch wenn das Mandat ein völlig anderes ist. Die Mazedonier dagegen mehrheitlich skeptisch. Vielen gilt die NATO als zu Albaner freundlich. Seit Tiger wirbt das Innenministerium und sucht Freiwillige für die Spezialpolizei. Nicht wenige glauben, Mazedonien hätte die Krise mit eigenen Sicherheitskräften militärisch lösen können, hätte der Westen sie nicht in ihrem Kampf gestoppt. In ein tief gespaltenes Land kommen die NATO-Soldaten also. Noch hält man sich alle Optionen offen. Gebetsmühlenartig betonen die Militärs immer wieder: Wir sind keine Interventionsstreitmacht, wir werden uns nicht zwischen kämpfende Parteien stellen. Sie wollen nur kommen, wenn der Waffenstillstand hält und auch nur, um Waffen einzusammeln. Noch zögert die NATO also. Ob der Waffenstillstand hält? Keiner wird diese Frage definitiv beantworten können. Vorsondierungen hin oder her. Letztendlich ist es eine politische Entscheidung. Und noch gefährlicher ist, Nationalisten beider Seiten, sowohl Albaner als auch Mazedonier, könnten großes Interesse daran haben, die NATO ist sie erst einmal hier, tiefer in den Konflikt zu verstricken. In Deutschland geht die Diskussion über die geplante Entsendung von 500 Bundeswehrsoldaten nach Mazedonien weiter. Unionspolitiker haben nach Angaben des Spiegel eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen, nach der Auslandseinsätze künftig auch ohne Zustimmung des Parlaments möglich sein sollen. Als Vorbild nannte der ehemalige CDU-Chef Schäuble die USA. Außenminister Fischer äußerte sich skeptisch. Bundeskanzler Schröder und die CDU-Vorsitzende Merkel nannten den Vorschlag dagegen interessant. Angela Merkel auf Wahlkampftour in Niedersachsen, der Heimat des Kanzlers. Eigentlich der Ort für eine Kraftprobe, doch beim Thema Mazedonien-Einsatz Zurückhaltung. Obwohl die Regierung bisher noch keine Mehrheit für den Einsatz hat. Umso überraschender, ausgerechnet CDU-Politiker wollen, dass künftig nur noch die Regierung Auslandseinsätze beschließt, ohne Zustimmung des Parlaments. Merkel schränkt aber ein: Dass wir natürlich die Mazedonien-Entscheidung unabhängig davon treffen müssen, weil dies erst für die Zukunft ja diskutiert werden muss. Und ich finde diesen Vorschlag interessant und wir werden uns damit beschäftigen. In der NATO müssen nur das deutsche und das niederländische Parlament einem Auslandseinsatz ihrer Soldaten zustimmen. Für einige Unionspolitiker eine Einschränkung der außenpolitischen Handlungsfähigkeit. Daher fordern sie, dass die Regierung entsenden kann, Streitkräfte, aber das Parlament sie wieder zurückrufen kann. Das heißt, das Parlament würde nicht entmachtet, aber es würde eine Rolle einnehmen, die seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten entspricht. Dafür müsste das Grundgesetz geändert werden. Ein Vorstoß, den die Grünen ablehnen. Sie wollen das Parlament weiterhin als Korrektiv der Regierung. Ich finde es falsch, das Grundgesetz zu ändern, weil ich meine, dass es richtig ist, dass aufgrund unserer Geschichte und aus guter demokratischer Tradition bei einer solch wichtigen Entscheidung wie einem Bundeswehreinsatz das Parlament entscheidet. Klar ist auch, wenn der Bundestag nicht mehr zustimmen muss, dann trägt allein die Regierung die Verantwortung für einen möglicherweise unpopulären Einsatz. Als Termin für die Bundestagswahl im kommenden Jahr hat Bundesinnenminister Schily den 22. September vorgeschlagen. In einem Schreiben an die Fraktionschefs listete Schily nach Angaben der Zeitung Welt am Sonntag auch Alternativen auf. Der 22. September erscheine jedoch am günstigsten, wie eine Befragung der Länder gezeigt habe. Den endgültigen Termin legt der Bundespräsident auf Beschluss des Kabinetts fest.
Bei einem Brand in einem Hotel nahe der philippinischen Hauptstadt Manila sind mindestens 78 Menschen ums Leben gekommen. Über 50 wurden verletzt. Ausländer wurden bei dem Brand offenbar nicht verletzt. Behörden hatten nach eigenen Angaben das Hotel längst auf mangelnde Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam gemacht. Hotelgäste gefangen wie in einem Käfig. Hinter dicken Eisenstäben schreien sie um Hilfe. Der Feuerwehr gelingt es, einige Gitter aufzusägen. 18 Menschen entkommen so in letzter Sekunde. Für viele andere wird das sechsstöckige Hotel Manor jedoch zur Todesfalle. Mehrere Stunden brauchen die Retter, um die Leichen aus den Zimmern zu bergen. Fast alle Opfer sind erstickt, auch mindestens 3 Kinder. Morgens gegen 4.30 Uhr Ortszeit bricht das Feuer aus. Die Gäste schlafen ahnungslos. Rauchmelder gibt es nicht, auch keine Sprinkleranlagen oder Feuerleitern. Als ich aufwachte, stand das Hotel schon in Flammen, sagt dieser Überlebende. Wir haben keinen Ausgang gefunden, aber wir konnten unser Fenster aufbrechen und rausspringen. Das Sicherheitspersonal versucht durch Schüsse die Hotelgäste zu wecken, doch viele wachen erst auf, als es bereits zu spät ist. In dichtem Rauch können sie sich nicht mehr orientieren. Einige der wenigen Fluchtwege waren außerdem versperrt. Unter den Opfern sind vermutlich keine Ausländer. Es sind vor allem Mitglieder einer christlichen Glaubensgemeinschaft, die zu einem Treffen in die Stadt gekommen waren. Die philippinische Präsidentin Arroyo hat den Angehörigen finanzielle Unterstützung versprochen. Brandursache war vermutlich ein Kurzschluss oder eine überhitzte Klimaanlage. Vor Wochen erst wurde das billige Hotel wegen schlechter Sicherheitsvorkehrungen gerügt. Nun wird gegen den Hotelbetreiber ermittelt. Die serbische Koalitionsregierung von Zoran Djindjic steckt 7 Monate nach ihrer Bildung in einer tiefen Krise. Die Partei des jugoslawischen Präsidenten Koštunica hat sich aus der Regierung zurückgezogen. Offiziell begründet wurde dies mit einem Versagen im Kampf gegen Kriminalität und Korruption. Djindjic und Koštunica, die gemeinsam Ex-Präsident Milošević gestürzt haben, gelten als zerstritten. Der Kampf wird über das Fernsehen ausgetragen. Die beiden Kontrahenten reden kaum noch direkt miteinander. Djindjic reist von Fernsehstudio zu Fernsehstudio, gerne auch ins Ausland. Der Bundespräsident ist im Urlaub und schießt aus dem Hinterhalt. Der serbische Premier soll nicht kämpferisch genug gegen das alte und neue organisierte Verbrechen in Jugoslawien angehen. Schauplatz des neuen Konfliktes, der sich zur veritablen Staatsaffäre ausweiten könnte, ist der Amtssitz des Präsidenten. Ein Geheimdienstoffizier habe hier dem Hausherrn Koštunica brisante Papiere auf den Tisch gelegt. Diese angeblichen Beweise sollten Verstrickungen von nicht genannten Regierungsmitgliedern in mafiöse Geschäfte belegen. Der Geheimdienstmann wurde kurz nach seinem Besuch im Hause Koštunica ermordet aufgefunden. Der Präsident stichelt aber bei dieser Gelegenheit, ob nicht einige der regierenden Parteien gar das organisierte Verbrechen unterstützten. Deshalb heute nun auch der Austritt Koštunicas Partei aus der Regierungskoalition. Das ist nicht in Ordnung, meint er. Das muss man doch wie in einer Ehe gemeinsam regeln. Er ist zu weit gegangen. Sie übertreiben beide etwas. Es ist beinahe schon wie früher beim alten Regime, das er unser altes Vieh nennt. Regierungstreu wie eh und je, Fernsehnachrichten heute Abend. Beide Helden kommen nicht zu Wort. Die Sprecherin lässt keinen Zweifel, die Reformen seien nicht zu stoppen. Die jetzige Regierungskrise beschleunige eher den Reformprozess in Serbien, werden Experten zitiert. Im spanischen Ferienort Saló, nahe Barcelona, ist am Morgen vor einem Hotel eine Autobombe detoniert. Dabei wurden 13 Menschen leicht verletzt. Die Polizei war per Telefon gewarnt worden und konnte die mehreren hundert Hotelgäste rechtzeitig in Sicherheit bringen. Darunter auch Deutsche, die alle unverletzt blieben. Kurz danach detonierte die 50-Kilogramm-Bombe. Nach Angaben der Behörden geht das Attentat auf die baskische Separatistenorganisation ETA zurück. Bundespräsident Rau hat Lettland Unterstützung für einen Beitritt zu EU und NATO zugesagt. Seiner lettischen Amtskollegin Vike Freiberger sagte er, ihr Land könne sich auf Deutschland verlassen. Rau traf sich in Riga auch mit den Präsidenten der beiden anderen baltischen Staaten Estland und Litauen. Anlass war die Feier zum 800-jährigen Bestehen der lettischen Hauptstadt. Ausstieg im All. Die US-Astronauten Barry und Forrester haben die internationale Raumstation ISS zu ihrem zweiten Außeneinsatz verlassen. Sie bringen an der Außenwand der Raumstation Kabel für künftige Anbauten und Handgriffe an. Der Weltraumspaziergang soll nach mehr als 5 Stunden Dauer in Kürze beendet sein. Die beiden Astronauten werden voraussichtlich am Montag mit der Discovery zurück zur Erde fliegen und am Mittwoch in Cape Canaveral landen.
Die Eisenbahnergewerkschaft Transnet erhofft sich von der angebotenen Übernahme der Interregio-Züge durch das Bahnunternehmen Connex Sicherheit für 3000 Arbeitsplätze. Transnet-Chef Hansen sagte der Berliner Zeitung, seine Gewerkschaft unterstütze jeden, der mehr Verkehr auf die Schiene bringen will. Connex möchte alle Interregio-Verbindungen der Bahn bereits im nächsten Jahr übernehmen. Der Konzern kündigte an, dann bis zu 2 Milliarden Mark investieren zu wollen. Autofahrer mussten heute auf den deutschen Fernstraßen viel Geduld mitbringen. Es herrschte starker Rückreiseverkehr. Besonders betroffen war Bayern, vor allem die A9 Nürnberg Richtung München. Hier gab es eine 20 Kilometer lange Blechlawine. Auf der Autobahn 99 stauten sich die Autos auf einer Länge von 15 Kilometern. Grund für das starke Verkehrsaufkommen ist, nach ADAC-Angaben, das Ferienende in Nordrhein-Westfalen und den südlichen Niederlanden. Am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben Borussia Dortmund und der 1. FC Kaiserslautern ihre Spitzenpositionen gefestigt. Dortmund gewann in Rostock, Kaiserslautern holte beim HSV 3 Punkte. Vizemeister Schalke 04 hatte zur Heimpremiere in der neuen Arena Bayer Leverkusen zu Gast. Über 60.000 Zuschauer restlos ausverkauft. Die Arena auf Schalke endgültig eröffnet heute mit dem ersten Pflichtspiel und dem ersten Schalker Tor in dieser Saison. Thomas Heitow bereits in der 9. Spielminute und kurz vor der Halbzeitpause das 2:0 durch Jörg Böhme nach einem allerdings unberechtigten Foulelfmeter. Die neue Sehenswürdigkeit im Ruhrpott, ein toller Rahmen für eine spektakuläre zweite Halbzeit. Nach knapp einer Stunde der Anschlusstreffer durch Michael Ballack, der Auftakt zu einer packenden Schlussphase. Ausgleichstreffer für Leverkusen durch Ulf Kirsten in der 73. Spielminute und 10 Minuten vor dem Ende Emile Penzer, erneute Schalker Führung. Die Nachspielzeit, noch einmal Freistoß Leverkusen, Bernd Schneider zum 3:3 Endstand und mit dem Schlusspunkt einer denkwürdigen Premiere. Der FC Bayern in Rot ließ im Heimspiel gegen St. Pauli gleich zu Beginn keine Zweifel aufkommen, wer der Meister ist. Sforza 1:0, 13. Minute. Pech für St. Pauli, Amadou fälschte den Ball unhaltbar ab. Die Bayern zwar überlegen, doch oft ein wenig nachlässig. Nur gut, dass Hitzfelds Mannschaft mit dem Glück im Bunde blieb. Denn nach diesem Handspiel von Thiam hätte es Elfmeter für St. Pauli geben müssen. Die Entscheidung kurz vor dem Halbzeitpfiff. Wieder Sforza, Torwartfehler Bulat, Elber 2:0. Daran änderte sich auch in der eher schwachen zweiten Halbzeit nichts mehr. Ein hochverdienter Sieg für die Bayern. Schritt für Schritt kommt der Meister anscheinend wieder in Form. Und hier die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg, Freiburg 1:1, Nürnberg, Stuttgart 2:4, Bremen 1860, München 1:3, Hamburg, Kaiserslautern 2:3, Rostock, Dortmund 0:2. Morgen spielen Berlin Cottbus und Köln Mönchengladbach. Hervorragende Ausgangsposition für Michael Schumacher. Der Ferrari-Pilot erzielte im Abschlusstraining zum Großen Preis von Ungarn die absolute Bestzeit und startet damit morgen von der Pole Position. Da Überholen auf dem Hungaroring so gut wie unmöglich ist, sind die Chancen seines einzigen WM-Verfolgers David Coulthard weiter gesunken, den WM-Titel noch streitig zu machen. Coulthard belegt im McLaren Mercedes Rang 2 vor Rubens Barrichello, auf Rang 4 bereits Ralf Schumacher im BMW Williams. Sollte der Ferrari im Rennen durchhalten, könnte Michael Schumacher morgen bereits 4 Rennen vor Schluss seinen 4. Weltmeistertitel feiern. Die Lottozahlen 6, 7, 12, 26, 29, 44, Zusatzzahl 43, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 1, 2, 7, 6, 4, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 4, 9, 7, 8, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 19. August. Das Tief im Nordwesten bringt uns morgen noch Gewitterschauer, aber es wird von 2 Hochs in die Zange genommen. Zum einen zieht Hochhilde wieder Richtung Ostsee, zum anderen schickt uns das Azorenhoch einen kräftigen Ausläufer. Beide sorgen in der neuen Woche wieder für Sonnenschein. Heute Nacht wechseln Wolken und Sterne einander ab, Regenschauer vor allem in Küstennähe. Von Frankreich breiten sich in den Frühstunden Gewitterschauer aus, die später auch den Nordosten Deutschlands erreichen. Gegen Nachmittag klart es von Westen her wieder auf und bis zum Abend regnet es nur noch an der Ostsee. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd, der in Gewitternähe wieder kräftig auffrischt.
Im Breisgau und in Teilen Sachsens heute Nacht 19, sonst 12 bis 18 Grad. Morgen 24 bis 28, an Rhein und Elbe bis 29 Grad. Etwas Erfrischung an der Küste bei 22 Grad. Am Montag hier und da noch ein paar Schauer bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Dienstag und Mittwoch dann sonnig und trocken. Dabei wird die 30-Grad-Marke im Osten und Süden wieder überschritten.